Herzlich willkommen zur Mottowoche von Lili. In diesem Film möchten wir das Thema Clowngesundheit beleuchten. Und mein Name ist Ingo Stoffers. Ich bin bei Lili zuständig für unsere kommerziellen Roboteraktivitäten im europäischen Raum. Zusammen mit mir ist mein Kollege Mario. Mario, muss ich vorstellen. Hallo Ingo. Ja, ich bin der Mario Steinwachs. Ich arbeite beim Technischen Service Support der Lili Deutschland GmbH. Und wir vom Technischen Service Support unterstützen die Techniker der Lili Center dabei, den bestmöglichen Service an unseren Maschinen zu gewährleisten. Jetzt stehen wir vor dem Kollektor selber. Der ist aus unserer Discovery-Familie. Discovery-Spaltenschieber kennen sicherlich viele Kunden seit vielen Jahren. Was ist das Grundprinzip vom Kollektor gegenüber dem Discovery-Spaltenschieber? Ja, während der Spaltenschieber den Dung durch die Spalten drückt, auf dem offenen Boden, auf dem Spaltenboden, ist der Discovery-Kollektor dafür ausgelegt, auf geschlossenen Böden Mist aufzunehmen, ihn zu transportieren und auf einem vordefinierten Ort abzuladen. Also bräuchten wir, wenn wir das Gesamtsystem sehen, da gehören ja noch verschiedene Sachen. Wir müssen das Gerät versorgen und wir müssen das loswerden, was er aufnimmt. Was für Komponenten gehören noch da insgesamt zu? Ja, das ist richtig. Wir brauchen, um das Gerät betreiben zu können, einmal eine Ladestation, wo er ranfahren kann. Die sollte auch unveränderlich angebracht werden. Wir brauchen eine Wasserbefüllstation, wo er mit seinem Wasserfüllstutzen ranfahren kann, um Wasser zu nehmen, weil er hat auch die Funktion, den Boden zu benetzen und auch beim Vorwärtsfahren den Mist zu benetzen, um ihn besser aufnehmen zu können. Ja. Und wir brauchen natürlich die Abladeöffnung. Das ist eine Öffnung in den Spalten, die direkt in den Güllekeller führt, im besten Fall, wo er seine Ladung abwerfen kann. Also Wasser sprühen wir sowohl vorne als auch hinten, ne? Richtig. Also vorne zum Verdünnen sicherlich, der aufgenommene Menge, und hinten auch wieder zum Verdünnen, um weniger Ammoniakfreisetzung zu haben. Ja, richtig. Also wir sprühen vorne, um das Aufnehmen zu erleichtern, und auf der Rückseite sprühen wir, um einen leichten Feuchtigkeitsfilm auf dem befestigten Boden zu erzeugen, um da auch im Nachgang die Aufnahme des Mistes zu verbessern und auch natürlich, um die Hygiene an den Klauen der Kühe zu verbessern. Thema Sicherheit, du hast es kurz angerissen. Wo wir denn das loswerden müssen, muss natürlich ein sicherer Bereich sein. Wie machen wir das? Das muss ja berücksichtigt werden bei der Installation, ja, bei der Planung. Ne? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also im Bereich der Projektplanung werden eben genau diese Punkte analysiert und es wird ganz genau geschaut in puncto Sicherheit der Kühe, was für eine Einhausung wird gebraucht für die Abladestation, wie weit müssen wir mit der Ladestation von der Öffnung weg, um ja, Explosionsgefahr zu bannen. Ja, diese Dinge werden im Vorfeld, im Verkaufsprozess, wird das ganz genau festgelegt, wie man damit umgeht. Okay. Das Gerät, was wir selber sehen, wir sind ja hier im Trainingszentrum von Lili Deutschland. Das Gerät hat sicherlich schon einige Gebrauchsspuren. Aber ja, vom Grunddesign ist das natürlich so, dass er schon auf diese Ansprüche hinaus entwickelt worden ist, ist auch designt worden. Richtig. Kannst du da noch einige Punkte zu nennen? Ja, also er ist speziell designt worden, um zum Beispiel den Wänden zu folgen oder den Aufkantungen vor Liegeboxen. Dafür haben wir hier diese Kufen zum Beispiel. Das ermöglicht uns eine sehr sichere Wandfolgeaktion mit der Maschine. Wir haben ein abgerundetes Hinterteil, um auch eine Drehung in einer engen Situation perfekt meistern zu können. Und von den Dimensionen decken wir die meisten Stallsituationen ab. Okay. Wir können ja noch mal schauen. Er hat ja hier vorne auch eine Klappe, wo wir uns mehr das Innenleben mal etwas angucken können. Wie ist da, was sind da die groben Komponenten, die wichtig sind? Okay, ja, hier haben wir den Technikbereich oder den Maschinenraum. Maschinenraum des Kollektors, richtig. Da haben wir einmal zwei Kreisläufe, die wir berücksichtigen müssen. Das ist einmal der Wasserkreislauf, der befindet sich auf dieser Seite mit dem Wassereinlass. Dann haben wir natürlich einen Filter hier drin. Wir empfehlen natürlich Trinkwasser, ne, um die Maschine zu betreiben. Aber es sind durchaus, wenn geeignete Filteranlagen vorhanden sind, sind auch andere Lösungen denkbar. Wir haben hier das Filtersystem, die Pumpe. Wir haben, ja, hier ist unsere Sprühdüse für vorne, dasselbe haben wir noch auf der Rückseite. Das zweite Kreislaufsystem, was wir haben, ist das Vakuumsystem. Das haben wir auf dieser Seite, da ist die Vakuumpumpe, auch ein Filter natürlich. Und ja, alles, was wir praktisch brauchen, um das Vakuum zu halten und zu öffnen nach Bedarf. Okay. Also es ist durchaus möglich, Mist aufzunehmen, bis er voll ist,
und dann das Vakuum, die Vakuumpumpe auszuschalten, das Vakuum aber zu halten, bis wir an der Abladestation angekommen sind und dann das Vakuum wieder zu öffnen, um den Mist abzuladen. Mhm. Genau, Batterie haben wir hier drin. Richtig. Kann Batterie, gewechselt werden bei Bedarf. Ne? Elektronik, ja, alles, was gebraucht wird, genau, um die Maschine zu betreiben. Du hast dein Tablet da so schön liegen. Vielleicht, dass wir das nochmal erwähnen, Zugriff für den Landwirt, Zugriff für den Techniker. Wie regeln wir das? Ja, also es gibt die Lely Control Plus App, die wir auch schon von anderen Geräten kennen. Damit lässt sich diese Maschine auch vom Kunden in den sämtlichen Grundfunktionen bedienen. Das heißt, wenn man ihn mal irgendwo hinbewegen muss, zu Wartungszwecken oder zum Reinigen, dann kann man ihn ganz komfortabel über diese App steuern. Okay. Mhm. Er wird ja generell vom Routing her auch durch das Lely Center entsprechend eingestellt, sodass es die Farm entsprechend abbildet. Ne? Genau. Wir haben hier oben noch eine Öffnung, sonst können wir da vielleicht nochmal reinschauen. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Wir haben das schon mal aufgemacht. Was sich dahinter verbirgt? Genau, also das ist praktisch der Laderaum unseres Kollektors. Hier wird der ganze Mist drin gesammelt. Hier befinden sich auch die Wassersäcke drin. Das hier ist eine Reinigungsöffnung. Das hier ist der Ansaugstutzen für das Vakuumsystem. Hier sitzt nochmal ein Füllstandssensor an der Seite drin. Das heißt, wenn die Maschine voll ist, wird das registriert und es kann dementsprechend dann weiter verfahren werden. Was gibt es noch dazu zu sagen? Navigation unserer Maschine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Also grundsätzlich haben wir hier eine Kombination aus verschiedenen Systemen, die genutzt werden, um der Maschine zu sagen, wo im Stall sie sich genau befindet. Wir haben einmal ein Gyroskop, um die genaue Position im Raum zu bestimmen. Dann haben wir Ultraschallsensoren, die nach links und rechts den Abstand zu den Wänden messen können. Und wir haben eine Sensorik in den Rädern, die praktisch die Radumdrehungen misst, um Rückschlüsse auf die zurückgelegte Entfernung möglich zu machen. Genau, also er weiß primär eigentlich immer, wo er ist im Stall. Ne? Genau. Richtig, er bewegt sich innerhalb eines vordefinierten Stalles in einer Zeichnung und nutzt eben diese Komponenten. Mhm. Ja, Mario, soweit haben wir ihn ja schon uns gut angeschaut. Können wir gleich mal wieder zusammenbauen. Ein Punkt, der mir noch einfällt, die Tagesplanung, die Routenplanung für den Landwirt. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, also wir sind in der Lage, die Maschine so zu programmieren, dass sämtliche Tagesabläufe im Betrieb, Fütterungszeiten und so weiter berücksichtigt werden können, um zum Beispiel die Kühe beim Fressen nicht zu stören. Wenn dann eine feste Tageszeit ist, wann die am Fressgitter stehen, dann will man natürlich nicht, dass sie da weggescheucht werden. Das lässt sich alles hervorragend berücksichtigen. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, die Maschine pausieren zu lassen. Das ist eine recht einfache Sache, wenn man aus irgendeinem Grund in den Stall rein muss, kann man das mit wenigen Handgriffen erledigen. Ja, Flexibilität, wie es nur geht. Ja, denk mal, soweit von unserer Seite haben wir hoffentlich alles beleuchtet. Wenn ihr mehr Fragen habt zu dem ganzen Thema Kollektor- und Klauengesundheit, unsere Bitte, wendet euch an das örtliche Lely Center oder schaut auf www.lely.com. Insofern sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.